nochmal zwei Funktionen, von denen wir die Symmetrie berechnen müssen. Wir machen es so wie immer. Wir beginnen bei, in dem Fall h von minus x. Das heißt, ich setze statt dem x ein minus x ein. Habe also 3 mal Klammer minus x hoch 4 minus 2 mal minus x plus 5. Wenn ich das vereinfache, minus hoch 4 wird plus. Das heißt, ich habe hier 3 mal plus x hoch 4. Minus 2 mal minus x gibt plus 2x und die 5, ja, bleibt stehen. Und jetzt vergleiche ich mal mit der Ausgangsfunktion. Es ist natürlich nicht h von x, weil 3x hoch 4 stimmt, 5 stimmt, aber das 2x hat das falsche Vorzeichen. Es ist dummerweise auch nicht minus h von x, sonst müssten ja alle Vorzeichen vertauscht sein. Sind es auch nicht. Das heißt, diese Funktion, also h von x, ist nicht symmetrisch. Also weder zum Ursprung noch zur y-Achse. Das heißt, ich habe keine Symmetrie. Wie gesagt, ich betrachte nur Symmetrie zum Ursprung oder zur y-Achse. Es könnte theoretisch schon sein, dass es zu irgendeiner anderen Achse oder irgendeinem anderen Punkt symmetrisch ist. Aber das interessiert uns hier nicht. Die Funktion f gehe ich natürlich gleich an. Ich betrachte f von minus x, das heißt, ich ersetze jedes x durch ein minus x. Habe also 2 mal minus x hoch 5 minus 0,3 mal minus x hoch 3 plus minus x. Ist gleich. 2 bleibt stehen. Minus hoch 5 gibt minus, also habe ich hier minus x hoch 5. Minus x hoch 3 bleibt minus. Naja, und plus minus x ist minus x. 2 mal minus irgendwas gibt minus 2x hoch 5. Minus 0,3 mal minus x hoch 3 gibt plus 0,3x hoch 3. Und wenn ich das jetzt mit der Ausgangsfunktion betrachte, naja, auf jeden Fall sehe ich schon mal, das ist nicht f von x. Aber alle Vorzeichen sind vertauscht. Statt dem Minus habe ich ein Plus oder umgekehrt, statt dem Plus habe ich ein Minus, statt dem Minus habe ich ein Plus, statt dem Plus habe ich ein Minus. Das heißt, das ist minus f von x. Und damit habe ich f von minus x gleich minus f von x. Und deswegen weiß ich, meine Funktion ist punktsymmetrisch. Und zwar betrachte ich ja nur die Punktsymmetrie zum Ursprung. Also punktsymmetrisch zu 0, 0.